Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Und zwischen uns die Welt von Julia Niederstrasser mitgebracht. Ich hoffe, ich habe sie auch richtig ausgesprochen. Ich hatte leider so meine Probleme mit dem Buch. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Und zwischen uns die Welt von Julia Niederstrasser mitgebracht. Ich finde das Cover richtig schön. Ich hoffe, ihr könnt mich auch verstehen, meine Nachbarn sind der Meinung, ausgerechnet jetzt ihren Garten machen zu müssen. Auf jeden Fall, das ist der Rücken und der Klappentext. Ja, meine lieben Nachbarn, wieder mal. Naja. Enya studiert Jura auf der Insel St. Thompson und sitzt im Rollstuhl. Eigentlich kommt sie damit auch gut klar. Nur an der Datingfront wird es einfach nicht klappen. Sobald er mitbekommt, dass sie im Rollstuhl sitzt, war es das. Als sie das Thema Online-Dating schon abhaken will, ändert sich alles. Das Problem? Enya hat verschwiegen, dass sie im Rollstuhl sitzt. Und plötzlich zeigen auch im echten Leben zwei Männer Interesse an ihr. Was soll sie jetzt tun? Ich fand es wirklich toll, dass die Protagonistin im Rollstuhl sitzt. Das ist äußerst ungewöhnlich und deswegen wollte ich das Buch auch lesen. Man erlebt mit Enya die Einschränkungen und die peinlichen Themen, einfach alles, was dazugehört, aber auch, dass der Rollstuhl nicht bedeutet, dass das Leben vorbei ist. Dass man eben doch noch sehr vieles tun kann, nur eben teilweise auf Umwegen. Enya bleibt dabei stets gelassen, außer wenn es um das Thema Dating geht. Jedes Mal wieder macht sie sich Hoffnungen und jedes Mal ist sie nur das Mädchen im Rollstuhl. Auf Dates im echten Leben wird sie auch nicht eingeladen. Also ist sie auch mehr als überrascht, als plötzlich gleich zwei Neuankömmlinge auf der Insel plötzlich Interesse zeigen. Dumm nur, dass sie gerade jemanden im Internet kennengelernt hat. Man kann mit Enya zusammen rätseln, wer sich hinter ihrer Bekanntschaft verstecken könnte und welcher Mann wohl besser zu ihr passen könnte. Das Buch zeigt aber auch eine andere Seite von Enyas Leben. Immer wieder fühlt sie sich ausgeschlossen und übersehen, wegen ihres Rollstuhls. Viel zu oft wird einfach angenommen, was sie kann und möchte. Ich fand die Idee wirklich gut. Vor allem, dass die Protagonistin im Rollstuhl sitzt, was ich so noch nie gelesen habe. Ebenso gefiel mir, dass Enya sich nicht bemitleidet, aber auch nicht pausenlos ein Sonnenschein ist. Es gab Höhen und Tiefen, wie es eben so im Leben ist. Mein Problem mit dem Buch war vor allem, dass ich einfach nicht reingekommen bin. Ich habe keinen Zugang zu Enya gefunden und auch nicht zu den Jungs. Dazu kamen dann noch einige Sprünge in der Handlung, denen ich nicht immer folgen konnte. Allgemein hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit den Protagonisten, die ich immer wieder als sehr teeny empfand. Zudem fand ich es schade, dass das Thema Sexualität ausgespart wurde. Ich kann mir denken, dass das schwierig ist, aber gerade weil die Protagonisten Anfang 20 sind, würde ich erwarten, dass das zumindest gedanklich ein Thema ist. Die Wendung war extrem vorhersehbar und passte leider für mich nicht zu dem Verhalten, das vorher an den Tag gelegt wurde. Es war mir viel zu over the top und zu teeny. Insgesamt bekommt das Buch von mir 2,5 Sterne. Mehr war für mich leider nicht drin, weil es mich nicht gefesselt hat. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!